So, nun betrachten wir einen zweiten Teil dieses Problems. Wir betrachten nun die Situation, dass der Skifahrer oben bei der Kuppe startet, mit einer Geschwindigkeit, die kleiner ist als die Geschwindigkeit in dem Vorhängbeispiel gefunden wurde. Und die Frage ist, er fährt nun mit einer Geschwindigkeit den Hang hinunter und bei welchem Winkel Theta berührt er gerade noch den Hang? Oder ab welchem Winkel Delta hebt er sozusagen ab oder berührt nicht mehr den Hang? Dazu müssen wir also auch jetzt berechnen, was ist die Geschwindigkeit als Funktion dieses Winkels Deltas. Nun hier haben wir also uns wieder unsere Masse, unseren Skifahrer. Jetzt können wir uns wieder fragen, welche Kräfte wirken auf diese Masse oder auf den Skifahrer. Es gilt weiterhin, dass die Gewichtskraft nach unten wirkt. Und jetzt können wir aber diese Gewichtskraft aufteilen in zwei Komponenten. Eine Komponente, die senkrecht zum Hang wirkt und eine Komponente, die parallel zum Hang wirkt. Wenn wir das senkrecht zum Hang machen, ist die eine Komponente. Und eine Komponente, die parallel. Bezeichnen wir das jetzt mit F senkrecht. Und das ist F parallel. Und es wirkt natürlich auch noch eine Normalkraft im allgemeinen Fall. Das ist die Kraft des Bodens auf den Skifahrer, die normal zum Boden wirkt und eventuell dieser Komponente der Gewichtskraft entgegenwirkt. Diese Komponente hier parallel zum Hang, die führt natürlich dazu, dass der Skifahrer nach unten fährt, nach unten getrieben wird, aufgrund der Gewichtskraft. Und dann gibt es die Kräfte, die senkrecht zum Hang wirken, und die liefern, die Summe dieser Kräfte liefern im Endeffekt wiederum, wie beim vorigen Beispiel, die nötige Zentripetalkraft. Im Allgemeinen ergibt sich die Zentripetalkraft als Summe von diesen beiden Kräften. Und gerade noch berühren bedeutet Spezialbedingung, bedeutet wiederum wie vorhin, dass die Normalkraft 0 wird, beziehungsweise dass eben dann die Zentripetalkraft, das folgt also die Zentripetalkraft, wird aufgebracht nur durch diese Senkrechtkomponente der Gewichtskraft. Das gilt also vektormäßig und die Gleichheit muss natürlich auch für den Betrag gelten. Dann wirkt keine Normalkraft mehr und im nächsten Moment wird er abheben. Jetzt können wir noch was sehen. Der Winkel hier ist auch gerade Delta, dieser Winkel hier. Das sind dieselben Winkel. Und dadurch kann ich jetzt auch gleich ablesen, die Normalkomponente hier. F senkrecht ist einfach gegeben vom Betrag her, ist Betrag von Fg mal die Projektion auf diese Richtung, ist also Cosinus von Delta, ist also m mal g mal Cosinus von Delta. Damit weiß ich für jeden Winkel, was diese Kraft ist. Und ich weiß auch, dass die Zentripetalkraft vom Betrag her, wie wir vorhin diskutiert haben, im Allgemeinen ist F Zentripetal vom Betrag her ist m v Quadrat durch den Krümmungsradius, das ist jetzt bei uns a. Und v kann natürlich variieren, damit variiert eventuell Kraft. Also das ist die Kraft, die aufgebracht werden muss bei einer Kreisbewegung. Jetzt müssen wir also wiederum das Problem lösen, welche Geschwindigkeit hat der Skifahrer zu einem bestimmten Zeitpunkt entlang der Kuppe. Wir nehmen wieder an, dass es keine Reibung gibt, dann wird wieder die Energieerhaltung. Oben auf der Kuppe hat er eine Anfangsenergie.
E1, das ist die Totalenergie oben auf der Kuppe. Wir nehmen jetzt an, dass er mit einer endlichen Geschwindigkeit losfährt. Das ist also ein halb V1 Quadrat plus die potenzielle Energie, die er an diesem Punkt hat, am höchsten Punkt der Kuppe, ist also ein halb M V1 Quadrat plus M mal G mal A. Wenn er nun zum Beispiel bei diesem Punkt hier ist, also über einen Winkel Theta ist, dann sehen wir, dass er dann eine neue Höhe hat. Die neue Höhe ist dann einfach diese Länge hier. Das ist wiederum der Radius a mal Cosinus Theta. A Cosinus Theta. Das ist die Höhe bei einem bestimmten Winkel. Und damit sehen wir, die Energie bei einem bestimmten Winkel, das schauen wir jetzt so, E von Theta, ist die kinetische Energie bei diesem Winkel plus die potenzielle Energie, ist also ein halb V bei einem bestimmten Winkel zum Quadrat plus die potenzielle Energie bei einem bestimmten Winkel. Ist also ein halb V Quadrat bei dem Winkel plus potenzielle Energie ist M mal G mal Höhe und die Höhe ist A mal Cosinus Theta. M mal G, A, Cosinus Theta. Und jetzt gilt Energieerhaltung. Bedeutet, die Anfangsenergie ist gleich groß wie die totale mechanische Energie bei jedem Winkel Theta. Und damit kann man das auflösen nach V von Theta oder V von Theta Quadrat. Damit folgt V von Theta zum Quadrat ist die Anfangsgeschwindigkeit zum Quadrat plus 2 GA 1 minus Cosinus Theta. Ist einfach die beiden Gleichungen gleichgesetzt. Dann kommen wir auf diese Lösung für V von Theta Quadrat. Und wenn jetzt gelten soll, wenn wir jetzt fordern, dass die totale Zentripetalkraft betragsmäßig nur mehr aufgebracht wird durch die senkrechte Komponente der Gewichtskraft, dann bedeutet das, dass m mal v Quadrat bei diesem Winkel Theta durch a soll gleich sein, bedeutet soll eben gleich sein, m mal g mal Cosinus Theta, wie wir hier geschrieben haben. Damit können wir nun nach v Quadrat die Geschwindigkeit, die nötig ist bei diesem Winkel Theta, auflösen hier. Das bedeutet einfach, dass m kürzt sich. Bedeutet a g Cosinus Theta. Und das können wir jetzt einsetzen in die Bedingung für die Energieerhaltung. Setzen wir also hier ein. Und damit können wir jetzt ausrechnen, bei welchem Winkel Theta die Beziehungen erfüllt sind. Daraus folgt also, Cosinus von Theta ist V1 Quadrat durch 3ag plus 2 Drittel. Das ergibt sich einfach als Lösung. Jetzt Spezialfall, falls V1 gleich 0 ist, wenn er also aus der Ruhe startet, dann sieht man, das ist erfüllt bei einem Winkel von 48,2 Grad. In diesem Fall gibt es eine Lösung. Wir sehen auch, diese Gleichung gibt Lösungen nicht für alle möglichen Geschwindigkeiten. Man sieht, es gibt nur Lösungen nur für den Fall, dass V1 kleiner ist als Wurzel aus a mal g. Woher kommt das? Das kommt aus der Bedingung, dass Cosinus Theta, es muss natürlich eine Zahl sein, die kleiner gleich 1 ist. Und wenn man das sich ausrechnet, findet man diese Bedingung. Und jetzt sieht man schon, er darf mit einer nicht zu hohen Geschwindigkeit starten, weil sonst tritt nie der Fall ein, dass er nicht mehr den Hang berührt. Weil solange das erfüllt ist, berührt er zuerst den Hang. Es gibt eine Normalkraft und irgendwann
berührt er dann gerade nicht mehr und der praktisch hebt ab. Wenn das nicht erfüllt wird, wenn die Geschwindigkeit größer ist als die Bedingung, würde bedeuten eigentlich, dass er sofort eigentlich schon am Anfang nicht mehr den Hang berühren würde. Er springt also schon über den Hügel drüber. Also wir rekapitulieren. Wir haben hier zwei Dinge eingesetzt. Einerseits haben wir uns überlegt, eine Zentripetalkraft bei einer solchen Kreisbewegung, von welchen konkreten physikalischen Kräften wird die aufgebracht? Welche Bedingungen muss ich mir überlegen, wenn ich umsetzen soll, dass die Ski gerade noch den Boden berühren? Dann überlegen, wie, durch welchen Ausdruck ist im allgemeinen Fall bei einer Kreisbewegung die Zentripetalkraft gegeben, durch diesen Ausdruck. Und dann haben wir die Energieerhaltung verwendet. Die Erhaltung der Summe aus kinetischer und potenzieller Energie zu jedem Punkt, bei jedem Punkt der Bahn, egal welche Form die Bahn hat.